So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Scam. Mit unserer bezaubernden Easy und mit mir. Und wie ihr seht, wir sind nicht mehr im Händler. Wir haben uns in diesem Bereich vorgearbeitet, Richtung Gefängnis. Das wollten wir ja in dieser Folge machen. Wir haben uns auch ein bisschen mehr vorbereitet. Ihr seht, wir haben nicht mehr 23.000 Euro auf dem Konto oder Dollar, wie auch immer das ist. Wir haben relativ wenig. Und zwar haben wir uns ein paar Sachen geleistet. Das fängt damit an, dass wir uns ein paar verbesserte Dietriche gekauft haben und einen großen Schraubendreher, beziehungsweise zwei. Allerdings haben wir einen jetzt hier oben gelassen, weil ich bin es langsam leid, jedes Mal immer bloß die kleinen zu nehmen und davon ganz viel Taschenplatz benutzen zu müssen. So, des Weiteren, was haben wir noch uns Schönes gegönnt? Wir gucken mal nach. Diese Schuhe. Wanderschuhe in Weiß würden jetzt sehr gut passen. Ich glaube, Easy, das werden wir auch mal machen. Passen so schön zum Schnee. Diesen Holzdach haben wir uns geleistet. Da ist unsere kleine Waffe natürlich jetzt gerade drin, die Tech-Waffe. Aber ich habe sie bewusst draußen gelassen. Genauso wie den Bogen, den Köcher und das Katana. Wir haben eingepackt, nachdem wir übrigens, Moment, hier haben wir noch neue Magazine gekauft, damit wir eine Ersatzwaffe hätten. Und ich weiß es noch nicht, ob wir die jetzt mitnehmen. Bin mir noch etwas unsicher. Hier haben wir natürlich das M9 Magazin. Das ist natürlich blöd. Das müssen wir noch umändern. Packen wir mal raus. Denn wir haben die Waffe ja auch rausgepackt. Heißt, wir benötigen das gar nicht. Essen, trinken. Was hat die für Munition? 45, ne? Ne, auch 9 mm. Die hat ja ein 1 drin, genau. Schalldämpfer haben wir uns auch gegönnt. Wie gesagt, wir haben uns ein bisschen was ausgesucht, um ein bisschen voranzukommen. So, ich möchte aber den Holster ungern verlieren. Der war nämlich auch extrem teuer. Das heißt, wir packen das hier mal hier rein. Ah, ganz zur Not wird es gehen. Aber jetzt, wie gesagt, wollen wir erstmal ins Gefängnis. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge und let's go. Mal gucken, ob wir das schaffen. Optisch habe ich leider noch keinen Eingang gefunden. Wie gesagt, da hinten, da läuft einer außen rum. Und da ist auch das einzige Tor, beziehungsweise hinten ist noch ein Tor, aber da läuft auch ein Mech. Ich weiß noch nicht. Ja, genau. Easy, bleib mal bitte im Dickicht. Wie wir an dem vorbeikommen. Damit wir zumindest schon mal ins erste Haus rennen können. Wir gucken mal, ob sich das vielleicht bewahrheitet. Dass er uns hier nicht sieht. Aber wie vielleicht ihn. Na, das wird doch nie was. Easy. Schnell, 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 schnell. Easy, mach keinen Scheiß. Er läuft weiter. Volles Risiko. Volles Risiko, easy. Oh. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, lauf erstmal rein hier irgendwo. Hier zu. Hui. Okay, das war zwar sehr unüberlegt, aber es hat geklappt. Aha, hier gibt es noch mehr. Aber wir packen erstmal alles ein, was geht. Nein, die Sachen nicht. Wir wollen ja in die Häuser. Ich habe gehört, da soll es tollen Loot geben. Dementsprechend denke ich mal, sind wir in der Werkstatt hier etwas falsch. Wo rennst du denn rum? Hä? Da. Was ist normaler? Grüß dich. Nun komm.
weiß nicht, wo der andere Mensch ist. Okay, ich sag mal so. Das Schwert ist nicht so gut, unser Katana. Doch hier nicht rein, oder? Ich denke mal, der sollte da vorne hängen bleiben. Ja, dafür ist er zu groß, Gott sei Dank. So, wir müssen oder wir werden gehen wir rein. Ich würde sagen, wir fangen hier ein, wenn er weg ist. Sehr gut. Mal schauen, wo wir hier ankommen. Workshop. Naja. Schauen wir doch mal. Mein Zuhause? Mhm. Wollte sagen, ich mache erstmal die Tür zu. Kann schließlich auch anklopfen, wenn er was möchte. Ein Beil. Erstmal nicht. Irgendwann nehmen wir den Hut mit, easy. Boah, nicht so schnell. Sind überall Zombies, ne? Ein bisschen so aufgebaut. Okay, hier geht's in den Keller. Ein bisschen so aufgebaut wie das eine Gebäude, was wir letztens hatten, ne? So, und hier sind wir ja reingekommen. Gut, dann kann es weitergehen, ne? Frage ist, gehen wir erst nach oben? Oder gehen wir erst nach unten? Wir gucken erst mal oben rum. Ja, ja. Na, hängst du fest? Seife im Gefängnis. Stop right there. Ernsthaft. Er ist der König des Dschungels, okay. Okay, hier scheint es zu den Knastzellen zu gehen. Geht zurück auf den Hinterhof, auch gut zu wissen. Warum schießt du denn? Kannst du uns doch gar nicht gesehen haben. Hör zu.
Stimmt, der Kontrollraum. Hier gibt es die Zellen. Easy, da fühlt man sich doch gleich wohl. Hier geht's nach unten. Hier geht's auch zu den Zellen. Hier ist sogar noch ein Insasse. Du alleine. Nein, er ist nicht alleine. Ein paar Insassen haben es wohl noch überlebt hier. Ja, wir schauen gleich rein. Ich muss wissen, wo der andere Zombie gerade ist. Kann man jetzt zumachen, oder? Oh oh. Nee, easy, jetzt nicht pausieren. So, und genau für diesen Fall haben wir die Schrotplempe mitgenommen. Aha. Die kann man also nicht durchsuchen. Falls jetzt doch eine Horde kommt, dass wir uns zumindest einigermaßen verteidigen können. Das scheint eine Menge zu sein, ne? Ja, unsere Easy ist etwas vorsichtig. Wie gesagt, wir wollen hier nicht drauf gehen. Nicht im Gefängnis und nicht als Frau. Wo seid ihr jetzt? Kommt ihr rein oder sollen wir rauskommen? Ach, was soll's, was sollen wir denn hier warten, ne? Bringt doch sowieso nichts. Wir können ja gleich ein bisschen Krach machen. So, aber wie ich sehe, sehe ich nichts. Ich glaube, in den Zellen ist gar nichts. Eine Performer aufmachen, aber hier kann man nur pausieren, kann man nicht versuchen, nach Geld oder so. Genau, easy für einzelne Zombies wie den hier. Ja, die duschen. Ob wir hier Seife finden? Alles, wo laufen die rum? Draußen? Mechs machen mich echt nervös. Wieder schöne Sachen zum Verkaufen, ne? Ich würde sagen, erstmal um die Ecke gucken. Der Waschraum. Kleines Foto für Easy zu Hause. So können wir die auch durchsuchen. Sehr schön. Ein neues Classic Shirt, nein.
Obwohl, im Weiß, das haben wir noch nicht, Easy, ne? Und Easy, eigentlich ist ja Weiß deine Farbe. Eine Unterbuchse. Haben wir uns erst gekauft. Ist egal, nehmen wir nochmal mit. Wie gesagt, Weiß haben wir noch nicht. Schönes Gefangenenhemd. Die Cafeteria. Lecker, lecker. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ach, Menno. Nein, bist du nicht. Wo kommt er denn? Der war's nicht. Ein Messer? Das im Gefängnis? Ui, vorsichtig, Kollege. Könntest wen treffen? Mich zum Beispiel. Oder Easy. Na gut, hier ist die Tür noch auf, ne? Hätten wir die denn zumachen sollen? Wo ist er denn, der schießt? Eine Gurke. Sehr schön. Damit Easy wieder auf Toilette muss. Tee. Nee, Tee braucht man nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir irgendwie ein bisschen was anderes hier erhofft. Ein Loot. Irgendwas Besonderes, wenn das hier schon so stark und extrem bewacht ist. Ich denke mal, wir haben erst einen gewissen Bruchteil hier vorhin erlebt. Zählt doch nicht. Schon. Was ist das? Zahlenschloss? Hier geht's also noch runter. Bayonett. Wie nett.
K98. Hatten wir letztens erst, ne? Hat auch übrigens richtig gut Geld gebracht. Frage ist nur, ob wir das auch mitbekommen. Ja, das passt rein. Ich denke mal, rausgehen werden wir noch nicht. Gemütlichkeit im Leben, ne? Oh, hier waren wir schon. Ja, auch. Dann würde ich sagen, können wir ja weiter runtergehen, ne? Da sollten jetzt auch nicht so viele Fenster sein. Links oder rechts lang? Ambulanz. Ambulanz ist erstmal gut. Was ist denn das jetzt in die Pack doch da? Einen Rucksack. Oh, warte mal. Nimmst du bitte mal in die Hand? Passt das da rein? Glaube ich nicht, nee. Schade. Allerdings könnten wir mal den ganzen anderen Blödsinn da rein verstecken. Aber jetzt nicht so direkt brauchen, ne? Falls wir es dann doch verlieren, dann ist das nicht so tragisch. Nee, gegessen hast du easy. Hier, jetzt schon voll. Nicht viel rein. Posieren. Kontrollraum, Warehouse, Amori. Eieieiei. Ich glaube, da reicht unser kleiner Rucksack nicht aus, oder? Also hier könnt ihr definitiv Schlösserknacken üben. Handschuhe ausziehen, ne? Machen wir mal. Hui. SVD-Schalldämpfer. Die sind wirklich gut bewaffnet hier. Den Holster, das ist gut. Dann kriegen wir schon mal ein bisschen Platz weg, ne? Ach, der ist. Haben wir eine Nadel mit?
Faden hatten wir doch, glaube ich, gerade eben gefunden, ne? Aber eine Nadel haben wir nicht. Schade. Schade, schade. Egal. Eine MP5. Hier alle Schränke öffnen. Das ging schnell. Wie gesagt, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Deswegen erzähle ich auch nicht so viel. Also Waffen gibt es ja ohne Ende. Boah, leider immer nur dieselben. Das ist ja langweilig. Statt Einheitskleidung gab es hier wohl Einheitswaffen. Alter, das M249, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das war ja schon in anderen Games meine Lieblingswaffe. Darauf lasse ich sogar das hier erstmal drin. Wenn es denn reinpasst. Nein, es passt nicht. Ist das so groß? Oh ja. Oh ja. Die lassen wir jetzt auch hier. Die haben wir doch. Die haben wir doch schon. Die haben wir noch nicht. Ich habe aber keine Ahnung, welche davon richtig gut sein soll, ne? Noch eine MP5. Ja, unsere ist ein bisschen besser. Und eine Step-Proof West. Okay, die haben also keinen Inhalt. Sehr gut. Munition, immer gut. Da sind ja noch mehr Schränke. Taktische Handschuhe. Sind die besser als unsere Wollhandschuhe? Ich glaube, wir gucken gleich mal in den Rucksack rein, was da noch raus kann. Es wäre jetzt eigentlich relativ schade, die ganzen Waffen hier zu lassen. Ein HS9 Magazin. HSF9 wäre mir natürlich lieber. Und Armeestiefel. Auch sehr schön. Moment mal. Was kann denn hier raus? Also wie gesagt, das sollten wir behalten. Das essen wir mal schnell weg. Und ich denke mal, alle Sachen, die wir sonst draußen finden könnten. Alter, was ist denn das für ein Salat? Wie das T-Shirt. Eisfall. Und die Schlüpperbuchse kann jetzt auch weg. So. Haben wir ja, wie gesagt, schon gekauft. Das Schloss finden wir sicherlich auch.
So. 45er Munition. 357er. 9mm, 9mm. Igel. Damit schießen wir doch sonst nie, ne? Ah, diesmal lassen wir sie drinnen. Die können wir ja eigentlich noch aufsetzen, oder? Genau. Dann haben wir noch ein bisschen Platz. Was kann denn noch weg? Wie gesagt, ein bisschen Ordnung müssen wir schon machen, ne? Wenn wir so viel wie möglich mitnehmen wollen. Was mich aber ärgert, dass wir jetzt keine Nadel haben. Sollten wir uns vielleicht mal einen Zombie schnappen. So, weiter geht's hier. Mal sehen, was da noch so Schönes drin ist. Ja klar. Mal gut, dass wir uns dann doch die Dietrich gekauft haben beim Händler, ne? Noch eine. Und noch eine Weste. Aber die haben wir ja bereits. Ein Waffenreparatur-Tipp. Geht. Sehr schön. Wie sehen denn eigentlich unsere Waffen aus? Mal gucken. Das können wir ja gleich mal reparieren. Nee, Holzer können wir so nicht. Vielleicht können wir es ja gleich aufbrauchen, ne? Was nehmen wir denn jetzt noch mit? Der ist voll. Das heißt, wir können uns jetzt noch irgendeine Waffe aussuchen, ne? Von den vielen, die hier rumliegen. Wir hatten die beste Haltbarkeit. Sehr, sehr schön. Amori, muss man sich merken. So, was haben wir noch? Das Warehouse. Und den Kontrollraum. Was wird hier kontrolliert? Ohrenstöpsel. Kenny Bob? Kannst du nicht essen, weil du hast ja immer noch deine Schokoriegel. Passt auch alles nicht mehr rein. Warte mal. Schön, dass du den Rucksack ins Regal gepackt, easy. So, dann würde ich auch sagen, spannend war es bisher. Spannend soll es auch noch weitergehen. Easy wird jetzt gleich nochmal ein bisschen durchsortieren, ganz in Ruhe. Gucken, ob wir diese Sachen, die wir jetzt wirklich behalten wollen, mitnehmen. Oder ob wir noch was rausschmeißen, falls wir noch was Passendes finden.
Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Wir hoffen, dass wir da wieder heil rauskommen, mit unserem Loot und mit unserem Leben. Bis dahin bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffen, euch in einer der nächsten Folgen natürlich wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald.